Einen flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Und am heutigen Tage zeige ich mal, ihr kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit dem Game mal die letzten paar Monate, Wochen beschäftigt habt. Und zwar dachte ich mir, schaue ich mal wieder in Fall Guys rein, was sich hier so getan hat. Und... Nein, knapp vorbei. Ich brauche hier 15 Punkte. Und zwar sind wir ja aktuell in der Season 3. Und... Zack. Ja, ich bin noch durchgekommen. Hallo, könnt ihr mich mal nicht blockieren? Ja, dankeschön. Nein. Es gibt viele neue Minigames, habe ich gesehen. Ein paar habe ich davon schon gespielt, aber so sehr viele jetzt davon auch noch nicht. Und es regt mich, dieses Spiel regt mich jedes Mal wieder auf. Ich will da durch. Nein, bitte. Ich habe dir doch nichts getan. Außer vielleicht deinen Schokoriegel weggegessen. Der hat länger geschmeckt. Danke dafür. So. Diesmal schaffe ich es vielleicht, mich zu qualifizieren. Ja. Ja. Hä? Ach, ich muss da rein? Ich dachte, ich brauche 15 Punkte. Ach so, ich glaube, entweder man springt dort rein oder hat 15 Punkte. Ah, jetzt habe ich auch das Spiel endlich gecheckt. Da habe ich nämlich noch nie gewonnen. Jo, der hat immer noch den Weihnachtsmann-Skin drin. Als ich heute das Spiel gestartet habe, hatte ich immer noch meinen Weihnachtsmann-Skin drin. Jo, du kannst doch nicht da einfach ins Goldene reinkommen, wenn du einfach da rumstehst. Und Ninja-Skin gibt es jetzt auch, habe ich gesehen. Ich weiß zwar nicht, da war sogar gerade einer. Ich bin der Powerful Fallen Penguin. Wie lange es den schon gibt, aber sieht auf jeden Fall nice aus. Und was macht der denn da? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, es gibt immer noch die ganzen Assis, die einen festhalten, habe ich gesehen. Aber schon mal weniger geworden. Vielleicht, weil es von denen weniger Minigames gibt, aber okay. So, da haben wir wieder so eine alte Krüge. Weiche fliegenden Früchten aus und renne das Förderband hoch, um die Ziellinie zu erreichen. Autos sind verboten. Okay, mache ich. Letztes Mal habe ich es geschafft. Alter, heute ist ja Bananenrunde. Aber so richtig. Oh nein. Hä, das sind ja alles nur Bananen. Jo, die Bananenrunde in Season 3. Oh, die hatte sogar einen Sticker und die auch. Oh, dieser. Man hat sich immer früher eine Banane ausgesucht, wo ein Aufkleber drauf ist. Ich glaube, das hat jeder gemacht. Jo, ich bin hier ein Ausweichgenie. Ich werde von der Banane erstrückt. Nein. Bitte, Banane. Ich habe dir doch nichts getan. Außer vielleicht deiner Familie. Tschüss. Hab noch einen schönen Tag. Und da bin ich qualifiziert. Boah, ich bin ja einer der Ersten. Und nee, ich bin einer der Letzten. Ja, okay. Beste 50% wenigstens, ne? So, da sind wir ja auch nicht mehr viele. Da können ja eigentlich noch eine Runde kommen und dann wären wir schon im Finale. Das wäre schön. Ich habe mittlerweile immer noch keinen Sieg eingefahren. Ist mir aber auch mittlerweile komplett egal. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe Bock auf die richtig neuen Spiele, aber ich bekomme irgendwie meistens was Altes, wie zum Beispiel Reifenspringen. Hechte durch Reifen, um Punkte für dein Team zu erzielen und geh mit deiner Punktekarte in einem Supermarkt und hol dir deine Prämie ab. Ich hoffe, da gibt es wenigstens ein bisschen was Technikzeug als Prämie. Weil sonst bin ich an dem Punkt nicht interessiert. Diese Ventilatoren sind wohl jetzt richtig neu. So, einmal. Ja, ich will da durchkommen. Moment mal. Da. Oh nein. Aber da kann man sich gut festhalten. Oh, mein Spot war ja hier oben immer. Und zack. Nein. Bitte geh nicht hoch. Bitte geh nicht hoch. Ja, danke. Das ist mein... Och, wo... Der hat die andere Richtung genommen. Was ein Assi. Das ist mein Spot. Ja.
Ach, komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Ja! Du Loser, du Loser. Haha, das ist meins. Hä? Ach so, da brauche ich wieder. Hier den. Ey. Also, die haben gefühlt das Prinzip komplett. Da, 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 da. Zack, meins. Oh, nochmal, nochmal, nochmal. Danke. Und da haben wir nochmal eins. Nein, 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 nein. Ey. Wieso konnte ich den jetzt nicht aufhalten? Okay, ich versuche mich mal in diesem Ventilatorenteil. Hä? Hier hängen ja auch noch welche oben. Hä? Ich kann mir. Kann ich den hier überhaupt steuern? Das ist eher ja so ein Glücksspiel. Ich bin kurz, glaube ich. Und. Ich hab's berührt, ich hab's berührt. Oh, geil. Ah, okay. Ich glaube, ich. Kleine Ahnung. Und. Wir haben gewonnen. Qualifiziert. Okay, die Ventilatoren machen schon gut neue Laune im Game. Jetzt könnte Finalzeit sein. Tschüss, ihr Loser. Wir sind jetzt hier die Gangster im Ghetto. Wir rasieren jetzt noch die anderen Roten weg. Und die Ninja. Und dann bin ich reich. Mit meinem 3 Millionen US-Dollar Preisgeld. Rollerbahn? Okay. Ah, okay, ja. Bewege dich zwischen rotierenden Ringen, um dem ansteigenden Schleim zu entgehen. Der steigt auch noch an. Ja, super. Ich dachte, das wird jetzt hier eine chillige Runde. Wie schnell fährt denn das Teil? So. Ja, ich bleib erstmal hier. So. Genau und. Oh Gott, ich dachte, das wäre jetzt so eine dumme Idee gewesen. Oh, ich krieg hier Herzrasen, ich krieg hier Herzrasen bei dem Spiel. Hey, ich wurde runtergeschubst. Ihr seid richtige miese Harald. So richtig miese. Was ist das denn eigentlich? Du siehst aus, als wärst du eine Comicfigur. Aber eine richtige Assi-Comicfigur. Du hast sogar noch so ein Classic-Name-Tag, genauso wie ich. Das heißt, du bist so richtig schlecht. Aber das ist schon... Hier habe ich echt Herzrasen. Das war gerade stressiger als Fortnite 1 gegen 1. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Spielt ihr eigentlich noch Fall Guys? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!